Jo, liebe Leute, Theo hier. Heute mal wieder mit einem Super Mario Odyssey Video. Und zwar nicht irgendein Video, nein, Leute. Ich habe mir jetzt überlegt, mache ich einen Glitch? Nein, Leute. Heute habe ich zwei Glitches sogar zusammengetan. Zwei saftige Glitches, die ich nachgespielt habe und sie auch beide geschafft habe. Und ich werde sie euch beide erklären. Nur vorweggenommen, ich habe diese Glitches nicht selber gefunden, weil es wirklich sehr schwer ist, Glitches selber zu finden. Ich habe es auch schon probiert. Bin auch immer noch nebenbei immer so ein bisschen probieren, dass ich selber Glitches finde. Aber, Leute, jetzt ein kleiner Aufruf an euch, an meine Community. Wenn ihr Glitches findet bei Super Mario Odyssey, twittert mich an oder schreibt sie mir bei Instagram, dann kann ich sie auf jeden Fall vorstellen hier auf YouTube und nachstellen, euch präsentieren und ein kleines Tutorial machen. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Glitch und der ist im Mushroom Kingdom. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Roller, also so ein kleiner Motorroller und damit müsst ihr dann zu dem Baum mit dem Tanuki-Tail, also mit dem Tanuki-Schwanz hin, wo es by the way auch einen Mond gibt, wenn ihr dort Cappy drauf schmeißt. Aber ihr müsst mit dem Scooter genau gerade an dem Baum an der Stelle, die ich euch zeige, hier ranfahren, ganz dicht, dann springen und es ist wirklich nicht so einfach, aber wenn ihr einmal den Bogen raus habt, dann schafft ihr es auch immer wieder und zwar müsst ihr dann einfach so sozusagen den Baum hochfahren und mit Vollgas gegen so eine unsichtbare Wand fast schon fahren, die in der Mitte des Baumes oben ist und dann seht ihr das, dann werdet ihr zurückgeschlagen und klippt dann unten rein in die Erde und ihr könnt nicht viel machen da unten, ihr könnt nur das Schloss von unten sehen, ein paar Texturen, die ihr sonst noch nie gesehen habt, da so ein langer Strich, ansonsten könnt ihr nicht so viel machen, hinten fällt man runter, also man kann nicht komplett unten rumlaufen, aber immerhin cool es geschafft zu haben und das Schloss mal von unten zu sehen. Der nächste Glitch ist schon ein bisschen cooler und man kann viel mehr damit machen, wenn man es dann geschafft hat, Leute, und zwar müsst ihr dafür erstmal in Seaside Kingdom fliegen. Wenn ihr denn dort gelandet seid, müsst ihr zu dieser einen besagten Stelle, die ich euch hier zeige, hin. Und dort gibt es nämlich diesen einen kleinen Tittenfisch. Den müsst ihr wiederum. Erstmal müsst ihr ihn umbringen, Leute. Ja, ihr müsst ihn töten. Dann, wenn er wieder spawnt und diese komischen Lila-Dinger dort in der Luft sind immer, dann müsst ihr auf ihn springen, aber mit keiner Stampfattacke, sondern normal auf ihn springen, dass er in den Boden reinklippt, sozusagen. Also er spawnt dann eigentlich, also ihr setzt seinen Spawn eigentlich in die Erde rein. Und dort ist er dann auch. Dort spawnt er auch. Und dann müsst ihr Cappy auf ihn schmeißen. Ich habe es hier einmal gemacht. Direkt beim ersten Mal auch geschafft, aber das ist noch nicht der richtige Glitch, ihr könnt damit nicht viel machen. Also ich habe ihn eigentlich einmal voll verkackt, ihr seht es hier. Ich kann damit jetzt nur unter dieses komische Wässerchen in diesem einen Stein, wo er auch ist, dort kann ich drin rumfliegen. Aber Leute, ihr könnt es noch viel geiler machen. Und zwar habe ich es dann mehrere Male noch probiert und habe es dann auch richtig geschafft, Leute. Und zwar, ich weiß nicht, wie es funktioniert, ich habe es eigentlich genauso gemacht. Wenn er dann tief genug in der Erde ist und ihr ihn dann kapert mit Cappy, könnt ihr einfach in der gesamten Welt, also in dem gesamten Königreich im Seaside Kingdom rumfliegen mit dem kleinen Tittenfisch und könnt überall durch. Ihr seid komplett im No-Clip-Modus. Also ihr könnt wirklich durch jedes Gebäude, durch jeden Stein, könnt ihr einfach durchfliegen, könnt ihn von innen angucken, könnt gucken, ob da irgendwas versteckt ist, ob da irgendwelche Texturen sind. Sogar hinten weiter noch, dieser eine Glitch, den ich euch mal gezeigt habe. Dieses Gebiet könnt ihr auch frei erkunden. Ihr könnt wirklich überall durch. Ist echt cooler Glitch eigentlich. Also wirklich, erinnert mich ein bisschen an Boundary Break für die Leute, die es kennen. Ansonsten war es jetzt mit zwei kleinen Glitches, die ich euch einfach zeigen wollte, Leute. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was demnächst noch kommen soll. Es gibt noch ein, zwei Glitches, die noch gefunden wurden von irgendwelchen Speedrunnern und so, die ich noch vorstellen kann, die auch richtig geil sind. Ich will das Glitch-Format hier einfach aufrechthalten. Mario Odyssey macht mir noch Spaß. Und Glitch ist sowieso immer interessant für jeden, der das Spiel ansatzweise irgendwie mag. Und Mario Odyssey ist nun mal ein Spiel, was für die Ewigkeit ist. Und ich denke, das sind einfach interessante kleine Videos. Damit bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.